Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich muss mal eben die Tür zu machen. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und mal eben gucken, ob ich scharf bin. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Beauty Haul. Ich war im Douglas, im DM und in Rossmann. Und wenn ihr wissen wollt, was ich da alles gekauft habe, dann bleibt doch einfach dran. Ja, legen wir einfach mal los. Ich habe Beauty-Produkte und auch ein bisschen Haushalt aus dem DM. Und ja, womit fangen wir denn an? Mit, ich würde mal sagen, einfach mal mit den Haushaltsprodukten. Dann kann ich die schon mal wegräumen. Und zwar habe ich mir geholt von Frosch einen Spiritus-Glasreiniger. Und ich habe gesehen, dass auf YouTube dieser Glasreiniger von Frosch sehr, sehr beliebt ist und deswegen möchte ich den einfach mal ausprobieren. Den habe ich schon übrigens benutzt. Dann habe ich mir mitgenommen von Meister Propper den Badreiniger. Ich finde den vom Duft her super, super schön. Was heißt schön? Für das Badezimmer. Der Duft gefällt mir einfach. Es riecht nach sauber, es riecht frisch und von daher kaufe ich den eigentlich immer wieder nach. Dann habe ich mir einen Spüli mitgenommen. Den kenne ich noch nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ich wollte den einfach mal austesten. Das ist ein echt bio-zertifiziertes Produkt. Vegan, Social Fair, also lauter gute Sachen, die hier drauf stehen. Und von daher bin ich gespannt, wie der auch von der Spülwirkung ist. Der Duft ist ganz okay, aber wenn man das Mittel in die Nase bekommt, ist das nicht so schön. Aber der Duft ist ganz, ganz toll und riecht nach Blutorange. Ist das Blutorange? Ja. Blutorange und Rosmarin. Dann mussten Allzwecktücher mit und die kaufe ich eigentlich auch immer wieder nach. Ich wasche die auch zwischendurch. Ich schmeiße die also nicht sofort weg, sondern die werden ein paar Mal gewaschen und ja, irgendwann müssen sie dann auch wieder in den Müll. Und von daher, das landet eigentlich auch immer wieder im Einkaufskörbchen. Dann habe ich hier von Nivea Einwegrasierer mitgenommen. Die benutze ich eigentlich immer, weil ich finde, dass die super lange halten. Also man kann die sehr, sehr oft wiederverwenden und sie rasieren sehr gründlich und die haben so einen biegbaren Schwenkkopf, der sich eigentlich sehr gut den Körperkonturen anpasst und von daher kaufe ich sie mir eigentlich immer wieder nach. Und weil es im Angebot war, untergesetzt von 2,45 auf 1 Euro, da musste ich natürlich zuschlagen. Ich habe mir mitgenommen die Glanzkur Bio Zitrone Bio Aprikose von Alverde und ich bin sowieso auf den Trip ja, zur Naturkosmetik rüber zu wechseln, was halt nicht sofort passieren kann, aber ich achte schon drauf, dass, ja, dass wenn ich Produkte nachkaufe, dass sie möglichst aus dem Bereich Naturkosmetik sind und von daher habe ich mir das hier mitgenommen. Und weil wir gerade bei Alverde sind, habe ich mir Flüssigseife mitgenommen in meiner Lieblingsduftnote Lavendel. Und Biomalve ist auch noch mit dabei und ist halt eine gewöhnliche Handseife, Flüssigseife und ach, es riecht sehr, sehr lecker. Also man riecht schon die Malve heraus, aber mir gefällt der Duft sehr, sehr gut. Und weil wir bei Naturkosmetik sind, ich habe mir was gegönnt. Und zwar von Dr. Bronners Orange Lavendel Bio Körperlotion. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil mir der Duft sehr gut gefällt und ich mag es einfach, wenn der Körper beim Eincremen umhüllt wird von einem wunderbaren Duft und das riecht auch sehr gut nach Lavendel, ist aber nicht für, also der Lavendelduft ist, ich muss mal eben gucken, ob ich allein im Raum bin, der Lavendelduft ist, ja, also man muss Lavendel mögen. Aber da ich ihn mag, wollte ich einfach die Kooperation austesten. Das war jetzt der Einkauf in DM und wir gehen jetzt rüber zu
Rossmann. Unser, ich muss mal eben hier alles richten, ist das bei euch auch so warm? Also ich bin hier schon am Glänzen und am Schwitzen. Aber gut, wir haben Sommer, ne? Und wir wollen uns nicht beklagen. Mein Badeschaum, also wir haben wohl eine Flasche Badeschaum hier gehabt, aber hauptsächlich habe ich eigentlich immer diese Badeseite genutzt. Und da möchte ich auch so ein bisschen wegkommen, weil, ja, weil das ist einfach zu viel Müll produziert. Ich habe aber nichts Passendes gefunden. Und was dem vergleichbar ist, zum Beispiel von Dresdner Essenz, die Badeseite, die finde ich ganz, ganz toll, oder von Kneipp. Ja gut, ich habe jetzt einfach mal von, ja, im Rossmann dieses von Isana mitgenommen. Auch Lavendel- und Vanilleduft ist da mit drin. Und ja, bis ich was Vergleichbares finde, habe ich mir gedacht, nimmst du das? Oh, wunderbar. Oh. nimmst du das mal mit? Und ja, ne? Aber also ich würde mir wünschen, dass Dresdner Essenz diese Badesalze, diese toll riechenden Badesalze in größere Pötte abfüllt, in Glasbehälter oder in ja, größere Tüten einfach. Von mir aus auch Papiertüten oder wie auch immer, aber da es sowas nicht gibt, habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht muss ich mal auf der Homepage gucken von Dresdner Essenz, ob die da noch sowas haben. Aber ja, das habe ich halt mitgenommen. Ja, und ich habe ja gerade eben gesagt, ich will von Dresdner Essenz Tüten wegkommen. Habe ich dieses Mal leider nicht geschafft, weil ich eben nicht Vergleichbares gefunden habe. Und ich habe mir parallel zu diesem Isana Badelotion, nein, Badeschaum, ja, nochmal Dresdner Essenz geholt. Und zwar auf Vorrat für mich und meinen Mann hauptsächlich. Einmal in der Duftrichtung Perfekter Moment. Da habe ich mir, glaube ich, zwei mitgenommen, genau. Zwei, Perfekter Moment, dann Sommerglück, auch ein wunderschöner Duft, und hier auch sehr, sehr schön, kann ich sehr, sehr weiterempfehlen, ich liebe den hier, und zwar Tag am Meer. So, und dann habe ich mitgenommen von Facel Intim Waschlotion. Ja, ich wasche mich immer mit Intim Waschlotion, nicht mit einem normalen Duschgel, weil ich das einfach besser vertrage. ja, und das kenne ich noch nicht. Ich habe immer das von DM benutzt und werde ich mal ausprobieren. Aber es scheint sehr gut zu sein. Ökotest bestätigt. Das ist ein gutes Produkt. Und ja, bin mal gespannt. Dann wollte ich wieder Masken ausprobieren und habe mir diese hier vorgenommen, und zwar von Montagne Jeunesse. Die sind ja auch vegan und ich habe auch gehört, dass sie relativ gut sein sollen. Ich habe mir mitgenommen eine Peel-Off-Maske mit schwarzen Algen. Dann habe ich noch mitgenommen eine Tuchmaske mit Teebaumöl. Und dann habe ich noch mitgenommen eine, ja, wieder eine Tuchmaske. Und zwar mit roter Tonerde. Das war mein Rossmann-Einkauf. Und jetzt gehen wir rüber zu Douglas, wo ich dann meinen Geburtstagsgutschein einlösen durfte. Ich habe mir zuerst gedacht, ich bestelle online, weil man da einfach mehr, vielleicht mehr Goodies bekommt. Aber ja, ich weiß nicht, online hätte mir zu lange gedauert, und habe ich gedacht, weil ich einen Douglas eigentlich direkt hier in meiner Nähe habe, springe ich mal da eben rüber und habe mir folgende Dinge mitgenommen. Und zwar einmal diese Handcreme von Rituals. Ich bin ja ein riesen Rituals-Fan und dieser Einkauf besteht eigentlich auch nur aus Rituals-Produkten, vorneweg gesagt. Das ist jetzt eine Handcreme aus der Reihe Ritual of Ayurveda und der Duft ist wunderschön.
ganz, ganz toll. Und ich finde, die pflegen sehr gut, die halten, der Duft hält sehr lange. Und ja, ich würde mir die immer wieder nachkaufen. Die sind vom Preis her natürlich etwas höher, aber ich hatte das Glück gehabt, in einer Zeitschrift eine weitere Handcreme erwischen zu dürfen. Und zwar war die umsonst als Goodie dabei. Ich weiß nicht, welche das war. Das war noch vor kurzem. Und zwar habe ich die hier noch mit bekommen quasi. Und zwar ist das von in der Duftrichtung The Rituals of Karma. Und der Duft ist auch sehr, sehr, sehr gut, wobei mir dieser Duft hier viel besser gefällt. Und ich freue mich aber trotzdem, dass ich die hier habe. Dann habe ich dieses Set hier mitgenommen, und zwar aus der Reihe The Ritual of Banyu. Eigentlich hatten die dort einen Tester gehabt von der Körperlotion in dieser Duftrichtung, und die roch für mich sehr anders als die normalen Reihen, die bisher da waren, die ich ausgetestet habe. Und diese Reihe, die duftet viel frischer, ne? Also ist nicht so süß, so stark süß wie die anderen. Ich fand das richtig spannend. Ich wollte das mal austesten. Dummerweise haben die diese Pötte beim Douglas nicht gehabt. Und ja, die haben halt nur dieses Set gehabt, und auch ich habe vorher auch online geschaut, ob sie diese Körpercreme haben in der Duftrichtung, aber haben sie nicht gehabt. Von daher habe ich mir das hier mitgenommen, und ja, da drin sind einmal ein Scrub, also ein Peeling, Körperpeeling, dann ist da eine, was ist das, eine Bodycream dabei. Also jetzt nicht diese geile Bodycream aus dem Pot, sondern das ist, ich glaube, die ist ein bisschen anders von der Konsistenz her. Und dann habe ich hier mitgenommen, das ist ein Schaum, ein Duschschaum. Duschschäume mag ich persönlich nicht so gerne, aber ich wollte einfach mal den Duft richtig ausgiebig austesten, und dann schaue ich mal, wo ich diese Körpercreme herbekomme. So, und dann gab es dieses Set hier, das ist auch aus der Rituals of Ayurveda Reihe, und weil ich den Duft sowieso genial finde, habe ich mir dieses kleine Set mitgenommen. Da ist auch ein Duschschaum mit dabei, ein Shampoo, eine Bodycream und ein Duschöl. Und ursprünglich wollte ich mir eigentlich dieses Shampoo holen, aber auch dieses Shampoo habe ich nicht gefunden bei Douglas, weil ich suche nach einem Shampoo, was einfach den Duft, wobei der Duft ganz, ganz lange in den Haaren bleibt. Und so ein Shampoo habe ich eigentlich noch nicht gefunden bisher. Und als Goodie, was ich dann dazu bekommen habe, ist eine Probe von dem Duft J'adore Enjoy von Dior. Das war mein Beauty Haul. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Ich glaube, ich bin fertig. Zack, fertig.